Oh Gott. Also wir sind jetzt hier an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Bei Czernowitz. Bei Czernowitze. Und werden jetzt gleich kontrolliert. Deshalb muss ich ein wenig aufpassen mit meiner Filmerei. Aber wer steht da links vor uns? Aber hier links neben uns steht ein Kölner. Kölner Kennzeichen. So, ich hör mal auf, sonst. Romania, Romania, immer füreinander da. Romania. Dornești, das kleine Nest. Also wir sind jetzt in Rumänien angekommen, fahren durch den zweiten Ort hier, Dornești. So, wie man sieht, wir sind hier in den Karpaten angekommen, sind unsere ersten Serpentinenstraßen hochgefahren. Und wir werden jetzt hier uns irgendwie durch die Berge winden und dann fahren wir zu einem Nationalpark, wo wir ein bisschen wandern wollen. So ungefähr in 2 Stunden ist es noch von hier. Ja, auf jeden Fall tolle Aussicht. Und da steht der Lupo wie immer wie ein Fels in der Brandung. Das glaube ich. Ey, wir haben das gar nicht mehr fortgeführt mit dem Interview. Ja. Sehen, ob der Fischer mit dran war? Nee. Ich hab... Wir sind jetzt hier an diesem schönen See. Uns wurde angeboten, dass wir auf dem Grundstück schlafen. Und wir wurden auch schon natürlich mal wieder zum selbstgebrannten Schnaps eingeladen. Da hinten angelt Petri. Petri hat uns auch schon beigebracht, wie man hier am besten Zander fängt. Und ich habe natürlich auch direkt meine Angel rausgelegt und wir werden natürlich sehen, wie hoffentlich der Deutsche den Rumänen im Angeln schlägt, obwohl ich nicht davon ausgehe. Okay, it's 6 in the morning, wolves are howling, and the owner of the house where we sleep allowed me to fish from his rowing boat, and perhaps we're gonna catch some. I think so, they're gonna catch some, the same stuff. Sind vor 7 und im Berghorizont geht die Sonne auf. Da aus diesem kleinen Bach
bringen Nebelschwaden und wunderschöne Gerüche von Kiefern. Ein schönes Land. This is what our host caught like early in this morning when we are sleeping. Wir wurden hier zwei Barsche zum Frühstück geschenkt und ein Kaffee. Und er hat Ende der Nacht, ich glaube drei Zander gefangen. Mit 15 Angeln. Das Lupo trockene Mobil. Sonne ist auf. Wir legen uns jetzt nochmal eine halbe Stunde hin. Und dann schauen wir mal. Felix ist im Wasser. Während wir schliefen, ist neben uns irgendwie ein rumänischer Bazar entstanden. Unser netter Anglerkollege hat uns Frühstück gebracht, umsonst. Und wir braten auch den Barsch, den er mir geschenkt hat, netterweise. Also, es könnte nicht besser laufen. Jetzt gehen wir wandern. Und zwar dort hoch. Hier in den Karpatenwäldern. Uns wurde empfohlen, einen spitzen Stock zu nehmen, weil hier wilde Hirtenhunden leben, die anscheinend nicht so ohne sein sollen. Fahren hier. Außerdem schmecken die nicht. Die werden immer dicker und dann platzen die. So wie Menschen. Gipfelkreuz erreicht. Guck dir den Blick an. 42% erledigt. Wunderschöner Blick mit Blick auf den See. Der Lacul. Wie heißt der? Kolbita. Kolibica. Da unten. Da haben wir gecampt, da unten. Sehr schön. Jetzt machen wir hier eine schöne Rast. Hier haben wir gerade einen wunderschönen Hexenröhrling entdeckt. Das Besondere an diesem Pilz ist, es ist zwar ein Speisepilz, man sollte ihn aber gut kochen. Wenn man ihn durchschneidet, färbt er sich blau. Diese wunderschöne rote Farbe. Besonderheit. Irgendein Reh wird sich freuen, dass ich es ihm bereits schon abgeschnitten habe. So, wir sind jetzt hier von unserem See, wo wir gerade waren, Kolbica. Oder so, Felix, ne? Kolbica, ja. Kolbica. Fahren wir jetzt die Karpaten runter nach Cluj-Napoca oder Klausenburg. Klausenburg, die Hauptstadt von Transsilvanien. Und dort werden wir noch eine Nacht übernachten und uns dann auf den Weg nach Budapest machen, morgen. Und von Budapest dann nach Kirgistan zu fliegen. Das ist der Plan. Angekommen in Cluj, seltsame Häuser erwarten uns. Rumänische Plattenbauten. Rumänische Plattenbauten. Wir sind uns nicht so ganz sicher, was oder wie oder wieso oder was das ist. Ja, Wohnhäuser. Und halt, ne? Hallo. Ja. Hier sieht man die berühmten Roma-Bauten in Huedin in Westrumänien. Die Roma, die solche Häuser besitzen, bezeichnen sie allesamt selbst als Zigeunerpalast. Sie sind zum Großteil aus billigen Materialien gebaut oder besitzen lediglich Elemente, die auf einen Palast hindeuten. Die meisten dieser Häuser gehören Roma, die einst Kupferschmiede waren.
im rumänischen Calderasch genannt. Sie haben einen ausgeprägten Unternehmergeist und nach der Wende begonnen, ihren Unterhalt im Altmetallhandel zu verdienen. Hinter einem solchen Bau steckten eine Menge Leute. Eine ganze Großfamilie, die ihn finanziert haben. Gebaut wurden die Häuser von Kupferschmiedfamilien, einem Roma-Gruppe, die teilweise erst in den 1960er Jahren sesshaft wurden. Sie lebten im Wohnwagen, begannen später Häuser zu bauen, in oft räumlich abgetrennten sogenannten Zigeunersiedlungen in ländlichen oder urbanen Orten. Die neuen Häuser nutzten sie weniger als Wohnraum, sondern vielmehr als Prestigeobjekt. Sie sollen die Familie repräsentieren. Einerseits sollen die Bauten innerhalb der eigenen Roma-Gruppe ein Zeichen setzen, dass man ein gewisses Prestige erreicht hat, Respekt verdient und auch die schicksalhafte Fügung hatte, ein solches Haus bauen zu können. Andererseits sind die Häuser ein wichtiges Element, um neue Familienallianzen zu schmieden. Das Leben der Besitzer spielt sich allerdings viel im Freien und in den Sommerküchen ab. Im Winter lebt man teilweise auch in den garagenähnlichen Räumen des Palastes. Die neuen Häuser sind Ausdruck einer neuen Lebensart, Symbol für den Übergang von den nomadischen zur sesshaften Lebensweise und gleichzeitig Symbol für die Tradition der Calderasch, die sie trotz Wandels bis heute bewahrt haben. Viele der neuen Häuser verfügen über keine Toilette, ein Zeichen dafür, dass der profane, von sogenannten unreinen Elemente geprägte Alltag in den Prestige- und Festräumen nichts zu suchen hat. Zitat des Architekten Rudolf Gräf. Snoopy, Snoopy, ja, hallo, hallo. Jetzt also in Westrumänien angekommen, kurz vor der, naja, kurz vor Oradea. 60 Kilometer oder so. Der kleine, guck mal. Ein bisschen noch bis nach Ungarn. Und wir haben zwei kleine Hühnchen kennengelernt. Ganz jung noch. Der eine noch wird noch gesäugt wahrscheinlich. Und kommt nicht über den kleinen Kanal rüber, wo da ein Baumstamm drüber gelegt ist. Und ist am Heulen. Und der andere wartet ganz treu auf unserer Seite. Das